Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir machen heute frisch fröhlich weiter mit Licht einschalten. Oh, ich hatte sogar an, das habe ich gerade nicht gesehen, Entschuldigung. Nein, ich meine natürlich mit den Starkern suchen. Und alleine hier gibt es, glaube ich, jetzt 1, 2, 3 Stück noch, die wir finden sollen. Falls wir sie schon gefunden haben, aber natürlich zeige ich euch, wo wir hin müssen. So, also, hier haben wir den letzten Starkern von gestern gefunden und deshalb gehen wir hier weiter. Wieder die Treppe runter, gerade, also scharf nach rechts, geradeaus die Treppe hoch und dann einfach den Weg weiter folgend. So, jetzt ist da natürlich was zerbrochen. Jetzt ist die Sache so, entweder schaffe ich es mit Anlauf und drüber hüpfen, ansonsten, können Sie einfach da unten die Treppe benutzen. Husch, 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 dann seid sie auch da. So. Das passt ja so. Also hier hoch, dann einmal scharf nach rechts und immer hoch. Immer die Treppen hoch. Wurscht, was ihr macht. Bis auf Looten natürlich, so wie ich hier wieder was vergessen habe. Looten ist selbstverständlich erlaubt. Roboter erschießen ist erlaubt, bis auf euren Begleiterroboter vielleicht. Der sollte vielleicht noch am Leben bleiben. Der ist immerhin sehr nützlich. Oder die. Also immer schön hoch. Immer schön hoch. War das jetzt schon hier? Na, ich glaube nicht. Ah, stimmt, genau. Warte, Entschuldigung. Lesen, lesen, Treppe hoch, Raum gerade. Ja, genau, geradeaus. Also hier lang. Wir sind noch nicht ganz da. Gerade, gerade, leicht nach links und die Treppe weiter hoch. Die hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Treppe hoch und genau, in diesem Raum haben wir den nächsten. Und zwar müsst ihr hierhin, neben diesem Raketenfahrzeug, sage ich mal, und also zwischen dem Raketenfahrzeug und der großen Rakete ist ein Computer, der da. Und hier nehmen wir den Starkern mit. Fein. So. Jetzt dreht sie euch scharf nach links. Okay, leicht nach links. Da seht ihr nämlich einen Durchgang. Da geht sie rein und schön die Treppen hoch. Warte mal, ich lese nochmal kurz, das müsste stimmen. Also markieren muss ich das auch. So, einmal drauf gepieselt, dann haben wir markiert, so wie es mit meinen Farbmäusen immer ist. ich bin so schier. Also links, Raum, Treppe hoch und dann ist schon der Computer. Ah ja, da oben. Computer. Und da ist er schon. Der schlimme Starkern, den ich nicht mitgenommen habe. Wenn wir schon mal da sind, nehmen wir auch den ganzen Schrott selbstverständlich mit. Denn hier oben war ich nicht in meiner Schlampigkeit. Was haben wir da? Nuka Galaxy Steuerterminal. Was haben wir denn da? Aus, ein, links, rechts. Okay. Mehrere Fehlfunktionen festgestellt, ist eh immer das Gleiche. Ach so, das war mit dem Fahrgestell. Aha. Mehrere Fehlfunktionen festgestellt. Das Fahrgeschäft wurde angehalten. Ach ja, das hatten wir schon mal irgendwo. Ja, startbereit. Jetzt schon gleich mal Vollgas. So. Dann ein Schreibtisch. Dann nehmen wir natürlich die Munition mit. Liebend gern. Einen Nuka Galaxy Agentenschlüssel. Agent, genau, Angestelltenschlüssel, Herrschaftszeiten. Angestelltenschlüssel. Ich mache die Leute schon wichtiger, als sie in Wirklichkeit sind. Und da geht's da rein. Ach ja, stimmt. Entschuldigung. Also, Schlüsselchen nehmen, ne? Und dann ist, glaube ich, hier schon der letzte. Umdrehen, geradeaus, Raumcomputer. Jawohl. So habe ich es mir aufgeschrieben. Also, wenn man hier so steht, ne, man nimmt, wo war er denn? Hier, man dreht sich um, so, Tür, Raum und hier irgendwo, ah da, da ist er schon, der Starkern, tada, fertig. Und wir haben das hier schon abgeschlossen. Servus, 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 was? Und wir haben das hier abgeschlossen. Sag ich schon, dass wir das abgeschlossen haben? Gut, wir haben es abgeschlossen. Ah, sehr fein. Nuka Galaxy ist fertig. So, jetzt ist die Sache. Ich möchte mich noch gerne, bevor wir jetzt den Außenbereich angehen, wo ich der Meinung bin, dass wir Nuka Cola ab die Abfüllanlage schon fertig haben, die muss ich suchen gehen. Da weiß ich nicht, wie man genau hinkommt.
Im Guide hat er nämlich nur gezeigt, dass er schon dort war, wo eben diese Abfüllanlage war. Diese große, die hatten wir zum Schluss. Ich weiß, wie es ausschaut, aber das muss ich dann suchen gehen. Das werden wir ganz zum Schluss machen. Ich will noch einmal zurück zur Galactic Zone, also zum Gelände. So, zuerst müssen wir mal hier weg. Wir müssen weg. Geht's hier zufällig schon raus? Fast. Nichtsdestotrotz, so, hüpf. Hier rüber, hier rauf und immer schön den Weg entlang. Husch, husch, husch. Dann sind wir theoretisch gleich. Ja, stimmt, war schon da. So, so. Und. Wie? Ach, da. So und so, genau. Und da drüben ist schon der Ausgang. Der Ausrausgang. Servus. So. Ich will mich nochmal dorthin porten. Wir haben ja ein paar Star-Kerne mit. Ich weiß nicht, ob ich dort einen einsetzen muss, damit dieser doofe Lift funktionieren tut. Mir kam vorher, hat ihn einfach betätigt. Jetzt ist die Frage, ob du die Kerne aktivieren musst im Hauptdingens, damit da was geht, oder es ist oben was zum rein zum reinstecken. Jedenfalls bei dem hat es funktioniert, problemlos. Ich möchte es mir gerne nochmal anschauen. So, wenn der hier fertig geladen hat. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lang. Wir haben wieder fast noch 40 Minuten. 24, 34 sogar. Also gut, wir porten uns. Das war Star Control. Warte, ich sehe nichts. Star Control. Was? War das jetzt hier? Starport? War das jetzt hier? Ich glaube, das war hier, ne? Probieren wir mal kurz. Und dann war das rechts die Treppe hoch, genau, und dann gleich den Raum rein da. Links. Links, rechts, Raum rein. So. War das jetzt, bin ich jetzt richtig? Manchmal vergesse ich Dinge. Ja, das ist schon richtig so. Ist schon richtig so, es ist schon finster wie die Nacht. Stell dir mal vor, in der Nacht ist es finster wie in der Nacht. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Ich glaube, da war ich auch noch nicht drin. Besen, Dingens. Ja, das nehmen wir gerne mit. Entschuldigung, dass ich da jetzt wieder mal komplett was anderes mache. Aber der Schrott, den Schrott nehmen wir gerne mit. Weil... Zum einen könnte er nicht nur fürs Bauen was wert sein. Aha, das ist einfach nur eine Jausen-Dingens für die Angestellten wahrscheinlich. Kann ich mir halt vorstellen. Da unten war man, glaube ich. Da, nehmen. Nehmen wir alles mit. Die Brotdose auch. Zumindest den Inhalt. La. Da ist noch ein Tellerchen. Wie wunderbar. Servus. Eine Bank, ein Aschenbecher, Zigaretten, ja, Zigaretten. So, und du auch, Sesam, öffne dich, wunderprächtig. So, passt einfach hier den Raum rein, ist jetzt einfach rundherum gelaufen. Es geht eigentlich das Licht? Nö, natürlich geht nicht das Licht. So, wie gehst du jetzt eigentlich? Hauptenergie, was, wie war das, ist... abgeschaltet. Luca World Hauptenergie. Dann muss man das wirklich unten reinbauen. Dann würde ich sagen, wir bauen das unten rein, oder? Wo bin ich denn jetzt wieder raus? Ich depp. Passt schon. Alles richtig. Oh, ruck. So. Dann bauen wir mal, was wir haben tun, unten rein. Könnte aber auch wirklich sein, dass das die allerletzte... Also bis zur letzten... eingebaut werden muss, bis zu der hier halt. Also diese Star-Control-Plättchen. Da ist noch einer. Haben wir noch mehr? Ja.
Reicht das jetzt schon? Wo sind denn eigentlich die restlichen Plätze? Da herüben? Irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist schon alles. Haben wir dann echt schon alles? Kann das sein? Warte mal, das gibt's ja nicht jetzt, oder? Echt? Kann nicht sein. 31, vier fehlen noch. Schaukastenzugriff. Netzwerk ansehen. Ah, okay. Na, nicht. Halt. Ich wollte schon, ob das geht. Irgendwie, der konnte das aufheben. Ja, blockieren, Softwarefehler, es fehlen alle. Das komme ich gerade nicht mit. Das ist doch das Hauptding, oder? Das ist jetzt gerade echt sonderbar. Was anderes darf ich nicht machen, oder? Mm-mm. Wieso darf ich da oben bitte nicht hin? Das wundert mich jetzt schon stark. Das wundert mich jetzt schon. Ah, da! Hier! Oh je. Da sind noch die restlichen vier. Okay, vielleicht habe ich jetzt gerade einen Blödsinn gemacht. Wir werden es gleich sehen. So, das hier ist mal fertig. Alles gut. Wir gehen jetzt in den Außenbereich. Zum Außenbereich. Das sind fünf. Also bestätigt es sich langsam, dass wir den einen in der Abfallanlage gefunden haben. So, gefunden. So, jetzt muss ich mal schauen, ob wir diesen Punkt da überhaupt haben. Ob wir das schon entdeckt haben. Na, haben wir nicht. Und zwar, der erste Punkt auf unserer Karte ist hier ungefähr. Ganz recht. Wir haben nichts entdeckt. Das bedeutet, ich muss einmal zum Eingang geportet werden von diesem Park. Und dann werden wir laufen. Wir werden viel laufen, wir werden vielleicht auch hier und da einen Gegner entdecken, aber wir werden jetzt mal laufen. Ja. Und das nächste. Stimmt. Nein, das ist sogar das zweite. Ist ja wurscht. Nochmal das zweite zuerst und das erste zu zweit. So. Wo ich bei dem einen gerade vergessen habe, wo das war. Ich hätte mir das besser noch besser aufschreiben sollen. Ich werde schon finden. Keine Sorge, ich werde es schon wieder finden. So. Also wir müssen jetzt ein Stückchen laufen. Wir laufen jetzt erst einmal hier den Fluss entlang, sagen wir mal so. Am Fluss entlang. So. Am Fluss entlang. Da drüben sehen wir schon. Theoretisch können wir da raus. Habe ich hier gelootet? Haben wir hier was gelootet? Ich hoffe doch. Haben wir was? Nein! Oh, schockschwere Not. Haben wir nicht. Oh. Oh, schade um die gute Munition jetzt. Aber das geht jetzt dabei nicht anders. Du kriegst auch was ab. Warte. Entschuldigung. Warte mal, warte mal. Warte. So, du musst jetzt leider auch was abkriegen, sonst sehen die Punkte nicht. Also, du kriegst auch was ab. Geht nicht? Lauf. Nein! Ich erwische es nicht. Ich glaube, ich bin. Ja, ohne dem, irgendwie erwischt man es nicht. Halt, erhindert das. Ohne dem erwische ich es nicht, das ist so Wahnsinn. Ohne dem Bonus-Zielen da ja. Geht halt nicht. Es geht nicht. Nein, nein. So, sind wir hier da jetzt mal, ist da Ruhe? Na, du arme Sau. Wir erleichtern dich mal deines Hab und Gutes. Ich bin mir recht sicher, dass du das nicht mehr brauchst. Was, ich bin schon überladen. Edda? Hey, ich helfe gerne. Ja, ich weiß, deshalb bekommst du den ganzen Schrott. Halt, so, Schrott. Wieder drücken wie ein Narischer. So.
Drücken. So, das passt schon mal fürs Erste. Hier liegt eh nichts rum. Gut. So, wo bin ich denn jetzt? Ich wollte eigentlich da hinten runter. Ich schau mal. Ui. Ja, so geht's auch. Da hinten lebt irgendwas. Ist das ein Skorpion? Schaut aus wie ein Skorpion. Da ist nichts. Nope. Ein Skorpion und ein gestürzter Baum. Halt! Na, was drückst du denn für einen Topfen zusammen? Hey. So. Zack. Die hält was aus. Du grausliches Schirr, das Viech. Dann holt das. Es fehlen die AP. AP. Und? Fertig? Gut. Gehen wir weiter. Jetzt müssen wir kurz schauen. Und essen sollte ich auch. Moment. Die Taste. So. Wir möchten. Sind wir richtig? Ja, streng gesehen, ja. Okay, wo sich der Fluss ein bisschen verzweigt, da ist es dann schon fast richtig. Oh weia, Meierlux, hoffentlich ohne Königin. Panzer will ich nicht. Ich hätte halt gern den Torso gehabt, aber der Torso, verstehst du, der ist nicht da. Also den, ja, das war die Edda. Sauber Edda. Das kannst du ja nicht machen, Edda. Das hat super hingehauen. Oh, Edda! Okay, wir sammeln nur einen. Edda macht das allein. Ohne mich. Danke. Vielleicht. Was hat denn der da auf dem Knie? Ja. Gut. Also, ich will da raus. So. Das hier dürfte mal ein Parkplatz gewesen sein. Ist zum Teil immer noch einer. Wir müssen. Ja, ist gar nicht mal so verkehrt, die Richtung. Nur ein Stückchen noch darunter. Ungefähr, circa in etwa. Bam bam dam dadl dadl dam. Bam 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 dadl dadl dam. So. Dam 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 dadl dadl dam. Wilder Mais. Ui. Wilder Mais. Sauber. Sind wir hier? Ich glaube, das haben wir echt richtig. Ich kann mich an die Scheune erinnern. Ja. Das dürfte ziemlich stimmen. Auf jeden Fall war hier eine Scheune. Das weiß ich noch. Da vorne, glaube ich. Ja. Schrottplatz. Ja. Mhm. Halleluja. Vorne rennt ein Roboter rum. Richtig, man musste hier rein. Okay. Also, streng gesehen kann man sich hierher porten. Ne? Da kommt man hier so zum Gebäude ran. Die Blume nehmen wir natürlich mit. Wir betreten das Gebäude. Und das sind Robbys. Die böse sind. Das heißt, er wird umgeballert. So. Passt. So. Na, würdest du? Würdest du mich looten lassen? Danke. Dann können wir natürlich mal hier, weil wir schon da sind. Kann nicht mal echt sein, der Kuchen, oder? Der Kuchen kann nicht mal echt sein. Perfekt erhaltener Kuchen, ich glaube, ich bin. So, jetzt macht ihr das selber. Yeah, ein Fusionskern, den nehmen wir gerne mit. Was haben wir denn da? Nix. Roter Prügler. Aha. Ja.
Rüstungswerkbank, Vakuumröhre nehmen wir gerne mit. Eine Waffenwerkbank. Servus, da ist niemand. Ein Power-Rüstungsstandplatz. Nicht schlecht. So. Schere. Da geht es überall raus wieder, ne? Raus, rein, rein, raus. Aber hier wäre es sogar richtig gewesen, da müssen wir sowieso weiter. Jo, Ada fährt gleich mal über ihren Kollegen drüber. Das macht sie so. Das gehört sich auch so, ne? Okay, sonst ist da nichts. Warte. Was zum Teufel? Ein Alien! Jawohl, das war's mit dem Alien. Also ihr Lieben, passt gut auf euch auf, ne? Da gibt's Gegner. Okay, nochmal von vorn. Also, wir kommen von da drüben rein, ja? So, wir kommen von da rein. So, da müsst ihr einfach hier leicht nach links durch diese Tür auf diese Treppe rauf. So, dann macht es einmal eine starke Kehrtwende nach rechts. Da ist nichts versteckt. Und geht es einfach darüber. Das ist jetzt schon wieder ein Raider. Ja, ja. Einfach hier rüber. Langsam, Vorsicht. Ja, so viel zur Vorsicht. Die Powerrüstung ist einfach einmal zu schwer für sowas. Wow, den hat's zerrissen. Oh je, Madonna. Die arme Sau. Ich bin schon überladen, ne? Freilich. Das nehmen wir auch mit. Und tada, hier haben wir den Starkern. So. Das nehmen wir auch mit. Ausgezeichnet. Yay, Scave. Ausgabe 2. Plus 25% Kampf- und Springmesserschaden. Wer hat das gezeichnet? Das schaut echt lustig aus. Nicht schlecht. Und natürlich einen tollen Safe haben wir hier auch. Wunderprächtig. Mit Anhieb aufgebracht. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. In mir steckt doch irgendwo Talent. Das sich jetzt wahrscheinlich wieder verschüssen wird. Ja, schaut danach aus. Aber nicht so schlimm. Es geht. Wie schön, du sagst das. Wie schön. Ada... Täubchen, ich brauch dich. Wir müssen uns da runterfallen lassen. Boah. Deichsel. So, und hier haben wir auch noch was. Terminal. Entsperren. Dann versuchen wir das mal zu entsperren. Zack, 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 zack. Vielleicht haben wir wieder Glück. Und das geht ja beim ersten Versuch. Bevor wir wieder 10 Sekunden warten müssen. Und das. Schau. Ha! Echt, nicht schlecht. Protektron-Steuerung. Dieses Interface ist ausschließlich für Techniker mit Robco-Lizenzen vorgesehen. Ja, ja, das wissen wir immer selber. Einheit aktivieren. Persönlichkeitsmodus auswählen zuerst. Erste Hilfe. Vielleicht. Ja, und jetzt vielleicht. Aktivieren. Ja. Das müsste so passen. Servus. Der Stoß. Dieses Oberteil übrigens hätte ich auch Ada geben können. Ich schwöre. Ja. Ada, schleppen helfen. Freut mich, Ihnen helfen zu können. Sehr nett. Das freut mich gerade auch. Ich würde sagen, du kriegst ein paar Waffen. Das geht nicht mehr anders. Du musst mir da jetzt wirklich beim Schleppen helfen. So. Ich würde sagen, die brauchen wir eigentlich auch nicht. Die will ich behalten. Den Raketenwerfer behalte ich sicherheitshalber auch mal. Das kann sie haben. Das kann sie haben. Das theoretisch auch. Das auch. Das normalerweise dieses. Und ja, das auch. So, jetzt ist uns schon wieder leichter ums Herz. Da geben wir dir auch ein bisschen was. Ja, Ada kann nichts mehr tragen. Das habe ich befürchtet. Jo, wird schon werden. Wird schon werden. Ja.
So, wir können hier raus und jetzt da habe ich mein kleines Sorgenkindchen. Straßenlaterne. Ich hoffe, ich kann mich wieder erinnern, wo das war. Jetzt muss ich wahrscheinlich ein bisschen durchporten. So, das haben wir auf jeden Fall. Da war es normalerweise nicht mehr. Schande über mich. Ah, ich glaube, ich habe es gefunden. Ich hoffe, ich habe es gefunden. Vielleicht habe ich jetzt zu schnell drauf gedrückt. Jedenfalls, das kann ich ja auch schon abhaken. Wenn es jetzt richtig ist, muss ich mich selbst mal auf die Schulter klopfen. Wobei da eigentlich nichts gibt zum Schulterklopfen, ich weiß. Dann haben wir noch drei insgesamt. Drei Möglichkeiten, wobei eine davon müssten wir haben. Na, können wir gar nicht haben, oder doch? Zwei, hier müssten wir theoretisch schon haben. Ist wurscht, schauen wir mal. Hi Edda. Das soll richtig sein. Ich glaube gerade nicht. Warte mal. Gab es da nochmal sowas? Ach so, da bin ich jetzt draußen. Ich glaube, das war nicht so krass. Oje. Oje. Ich glaube, das war nicht so krass. Ich laufe mal kurz zum Theater hin. Wobei, ich glaube, das stimmt jetzt auch nicht wirklich. Wo sollte das denn sein? Auf jeden Fall sollte hier irgendwo eine Straßenlaterne sein. Und an dem Platz. Und bei der Straßenlaterne liegt eine Leiche. Und der Typ, der hat's. Bei ihm war es halt auch dunkel. Ich glaube, das kann ich schon nachschauen gehen. Das gibt's ja nicht. Mein Erinner mich ist weg. Warte mal ganz kurz. Da verdulle ich mich sicher wieder. Warte mal ganz kurz. Ich probiere es hier mal. Weil ich Idiot nämlich vergessen habe, wo der Punkt, der Portpunkt war. Ach, ja je. Ja. Toller Guide. Ich weiß. Toller Guide. Daumen hoch. Bei dem einen blamier ich mich jetzt gerade Vollgas. Servus. Gescheimdreck. Das ist gerade nicht so krass. Na, das stimmt auch nicht. Das stimmt nicht. Na. Das stimmt nicht. Nee. Es sind zwar hier einige Straßenlaternen, aber nicht die, die ich suche. Oh je. Entweder habe ich hier einen Portpunkt nicht entdeckt. Ah, ich glaube, ich hab's. Alter. Okay. Ihr könnt euch zum Theater hinporten. Geht's einfach beim Theater raus. Habt ihr eh gerade gesehen, wie ich gelaufen bin. Hier einfach her. Also von der runtergefallenen Achterbahn geht's einfach hier. Dann scharf nach links. So, weiter, dann nochmal nach links und hier, da wird sie liegen, hier, da, ja, gut, die haben wir schon. Als nächstes, Wahnsinn, Glück, also ich habe echt viel Glück heute. Als nächstes müssen wir
Wieder zum Raider-Hauptquartier zurück, also nicht direkt dort, wo jetzt der Oberboss, also wir leben, sondern direkt zum Hauptplatz, sage ich mal, der Raider-Bande. Und zwar müssen wir genau gesagt hierhin, Tepalor. Da müssen wir jetzt hin. Die Apfelanlage, da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Ich fürchte nämlich, die habe ich wirklich nicht. Ich darf nicht vergessen, dass wir eine definitiv noch nicht bekommen haben wegen diesem blöden Lift. Ich hoffe, der funktioniert jetzt dann. Er hat nämlich nicht gezeigt im Guide, wie wir diesen Lift da in Bewegung kriegen. Ich habe also keine Ahnung, wie das hinhauen soll. Aber es müsste eigentlich sofort funktionieren, weil er hatte bis zu diesem Zeitpunkt, also er oder sie, keine Ahnung, Entschuldigung, aber die Figur war männlich, also gehe ich mal davon aus, dass es wahrscheinlich eventuell eher ein männlicher Spieler ist, was natürlich nicht sein muss. Auf jeden Fall, okay, das soll hier sein. Unterhalb des Hauptquartierbosses umdrehen, durchs Tor, gerade, rechts, aha, umdrehen. Okay, da war dann, ist wieder woanders gestanden, dieser Schlingel. Dieser Schlingel. Ah, ich glaube da drüben. Da. Das Tor kommt mir gerade bekannt vor. Ich glaube, er hat hier begonnen. So. Sehr was. Ja, sicher. Da sollte das richtig sein. Ich hoffe mal. Also, durch ein Tor musste ich durch. Gerade rechts, Luca. An Luca Kate. Bist du Luca Kate? Das sollte hier eigentlich irgendwo sein. Ich laufe mal ein Stück. Nope, das ist nicht richtig. Schurke, was machst du mit uns? Das ist wieder mal nicht nett. Ich dachte nämlich, er hat nämlich so gezeigt, ne? Falls ihr das Video schon geschaut habt, wisst ihr, was ich meine. Er hat eben so gezeigt, dass, Von hier hat er es gezeigt. So, umdrehen, rein. Und hier haben wir schon das Gebäude. Da müssen wir rein. Da. Luca, Kate. Da ist es. Da musste man rein, nicht wahr? Da gerade rechts Nuka Kate, rechte Tür. Ja, die rechte Tür rein. Nehmen wir die halt mal. Dann vom Eingang aus, wenn wir mal drinnen sind. So, irgendwie kriegen wir es ja doch hin, ne? Vom Eingang aus müssen wir geradeaus. Richtig, genau. Das ist der neue Overboss, oder? Ja. Hast du Kota aber eine ziemliche Lektion erteilt? Ja, dann müssen wir hier rechts rein. Ich glaube, dann war durch die Tür. Durch die Tür, also hier normalerweise. Oder? Ja, müsste passen. Nochmal durch. Einen Fusionskern haben wir da. Und tada, hier auf der Waffenbank steht der Starkern. Und natürlich nehmen wir liebend gern den Fusionskern mit. Jetzt ist halt finster hier. Müsste halt im Kerzenschein arbeiten. So. Gut. Das war es hier. Können wir da raus spazieren. So, den hakeln wir auch ab. Den haben wir geschafft. Als nächstes ist eben diese Nuka-Cola-Abfüllanlage dran. Aber wir werden zuerst, da wir schon hier sind, werden wir zuerst den Marktplatz hier besuchen. Und zwar bohren wir uns noch einmal mit der Schnellreise. Einfach so. Nuka Down. Eigentlich sollte hier. Ist ja wurscht. Bauen wir uns dahin. Eigentlich sollte hier eigentlich noch ein Bordpunkt sein für den Marktplatz. Aber ist ja wurscht. Vielleicht entdecken wir ihn denn jetzt ja oder auch nicht. Ist ja egal. Wird wohl nicht zu weit zum Laufen sein. Jedenfalls bei dem Marktplatz. Nuka Stadt Marktplatz. Passt das so? Ich gehe mal vorsichtig rein.
Jetzt ist die Frage, wie er gestanden ist, ob er so gestanden ist oder so. Scheint, als ginge die Arbeit nie zu Ende. Aber so wie es ausschaut, müssten wir hier die, die Standeln ablaufen. Aha, ich glaube, ich verstehe schon, wie er gestanden ist. Ach, Herr Jemine. Jetzt muss ich mal das Ganze hier umrunden und selber schauen, wie der Kerl wieder gestanden ist. Nicht so, wie wir es gerade brauchen könnten. Was hast du mit ihm gemacht? Hab ihn vor dem Tor laufen lassen. Ich weiß, dass es bei den Marktplätzen ist. Servus. Ja. Wieder mal keine Marktplätze, also nicht die, die ich suche. Oder wir müssen einfach rein. Musste man rein? Normal nicht, oder? Nukatown Markt, vielleicht doch. Vielleicht musste ich da reingehen. Wartet mal kurz. Ich klupsch mal nach. Das könnte sein. Das könnte sein. Das wird auch erklären, warum ich den Punkt zum Porte nicht habe. Wie schauen wir hier aus? Ja, natürlich. Das ist schon richtig so. Alles gut. Einfach hier durch die Tür. Und dann, zack, müssten wir hier nach rechts. Durch die Marktstände durch. Und hier auf diesem Marktstand da ist der Starkern. So, geschafft. Jetzt haben wir das nächste Problemchen, nämlich die Abfüllanlage. Da müssen wir uns gleich direkt hinporten. So, wie viele haben wir eigentlich jetzt? Ich will es euch zwar zeigen. Aber haben wir jetzt, das müssten wir insgesamt 34 eigentlich haben, wenn ich mich recht entsinne. Taten, kann man das nachschauen? Star Control, wahrscheinlich nicht so, ne? Ne Sonne. Wahrscheinlich so gerade nicht. Ich hoffe halt, dass wir es haben. Ist aber nicht tragisch, ist nicht schlimm. Wir reporten uns zur Abfüllanlage. So, also rauf hier und da, die Abfüllanlage. Und da ist das nächste, ja, Problem will ich jetzt nicht sagen, aber das nächste, er war schon innen drin. Das hört sich jetzt falsch an, aber der im Guide war schon im Gebäude drinnen, bei der großen Abfüllanlage. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir die schon haben tun. Ja. Auf jeden Fall werden wir es gleich erfahren. Und das muss doch irgendwie gehen, das ist ein blöder Kacklift, ja, dass der funktioniert. Gut, wir sind hier. Ich glaube, ich hoffe, dass es hier drinnen sein tut. Welt der Erfrischung. Ich hoffe sehr, dass es da ist. Jedenfalls hier innen drin, ja, drinnen in, gibt es eben diese große Nuka Quantum Abfüllmaschine, sag ich mal. Die leuchtet auch so schön blau, wie eben die Flüssigkeit von dem Getränk. Dieses köstlich gesunde. hoppala. Licht. Na, ich wollte nur Licht haben. Bitte? Licht? Danke. Da habe ich sogar ein Schnapsglas übersehen. Ja, bei meinem Guide hier müsst ihr auch Schnaps euch schon zulegen. Ah, da ist sie schon. Marv, ist das ein Glück gewesen. Also hinbohrten, gleich links die erste Tür rein und hier haben wir die Abfüllanlage, die ausschaut wie ein künstliches Gehirn. So, und hier um die Ecke und da sind Leute gestorben. Und hier soll sie eigentlich sein. So, den Gunner haben wir noch nicht. Hier soll sie sein, oder? Warte mal ganz kurz. Nuka Abfüllanlage, großer blauer Tank, toter Verkäufer Gunner, sowas, ja genau. Hier müsst sie dann, da wir sie aber schon scheinbar wirklich haben. War da schon mal drinnen, weil es mir gerade auffällt. Bla bla bla. Tür öffnen. Systemfehler, ja, müsste passen. Ist sie offen? Nö. Hallo. Was denn? War was? Na, die müssten wir eigentlich haben, ne? Die lag hier irgendwo, ich kann es jetzt gar nicht mehr genau sagen, wo. Jedenfalls hier war sie. Hier soll sie eigentlich, also da drüben soll sie gelegen sein. Die haben wir dann wirklich mitgenommen, sehr brav. Also dürfte nichts mehr fehlen. Und wir können uns hier verschüssen.
Wir müssen jetzt alle haben, bis auf eben den einen, wo ich selber gerade am Rätseln bin, warum der nicht mittut. Was der eine Typi gemacht hat, damit das funktionieren tut. So, raus hier. Kann ich eigentlich auch abhaken. So, den haben wir auch brav gemacht. Gut, dann gehen wir eben zurück zu unserem Sorgenkind. Da wir uns sowieso dahin porten müssen, ist ja eh eigentlich kupft wie katscht. Da. So. Dann setzen wir mal die ganzen drei Dinger, die wir noch haben, ein. Und hoffen das Beste. Könnte natürlich auch sein, dass vielleicht irgendwo in einem anderen Raum vielleicht das eben so möglich ist, dass man dort diese Stromversorgung wieder aktivieren kann. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir da runter. Und ich weiß, ich war da unten noch nicht. Naja, ich hoffe mal das Beste. Auf jeden Fall, wir setzen mal ein. 1, 2 und 3. So, geht da jetzt was? Bei 4 geht ja eben nicht, weil uns eben der eine fehlt. So, würdest du... Da ist nichts, habe ich gerade getäuscht. Würdest du bitte jetzt genügend Strom haben, dass wir oben das Betreiben benutzen können? Netzwerk ansehen vielleicht. Ein fehlt noch. Ja. Ich schau mal wieder rauf. Das muss irgendwie gehen. Also der hat es ja auch problemlos hinbekommen. Warum ich da jetzt Probleme habe, es ärgert mich ein bisschen. Aber wer weiß, vielleicht ist... Vielleicht bin ich ja auch nur doof. Das kann ja auch passieren. Oder warte mal, vielleicht ist hier irgendwas? Na, ne? Hier ist nur ein Zugang. Ja. Nach hier oben. Also da muss ja irgendwas gehen. Das gibt's ja fast nicht, dass da nichts gehen täte tut. Das gibt's ja nicht. Die Hauptenergie ist abgeschaltet. Super, echt. Und da ist ja auch irgendwie nichts, ne? Das hier könntest noch schnell Strom erzeugen oder so. Ja, aber Schnucki, ich muss da runter. Ich muss ja da runter. Wo könnte dieser Kackmist denn jetzt wieder sein? Naja, der Part ist sowieso zu Ende. Schande. Auf jeden Fall, ich werde mich jetzt nochmal schlau machen, wie wir hier weiterkommen. Das ist mir gerade echt ein Rätsel. Der eine Kerl da, der konnte einfach durchmarschieren. Als wenn da gar nichts Besonderes dran wäre. Gibt sicher wieder irgendwo ein Terminal oder irgendwas.